und willkommen zurück zu Pokémon Sacred Gold in der Nuzlocke. Beim letzten Mal haben wir einen Galopper gefangen und haben uns auf den Weg gemacht in Richtung Pokémon Liga. Und heute gehen wir diesen Weg weiter. Wir haben es hier nochmal mit einem Psycho zu tun. Das heißt, ich werde gleich nochmal Gyarados auspacken. Und mit gleich meine ich ungefähr genau jetzt ist der Zeitpunkt, um Gyarados auszupacken. Denn wenn wir so Psychos einlegen, dann ist es nicht verkehrt, wenn wir einen Mon haben, das Dragon Dance und dann alles wegcrunchen kann. Und das machen wir jetzt. Ja, genau. Beim letzten Mal haben wir Galoppa gefangen. Ich habe auch noch mal ein paar Kommentare gelesen. Nicht vom letzten Part, sondern irgendwie Part 38 oder 37. Irgendwie sowas. Und ihr scheint fein damit zu sein. Also auch die Leute auf YouTube, dass ich Ho-Oh benutze. Wobei ich es halt erst in der Liga auspacken will. Aber ne, wir wissen alle, was ich meine. Also ist ja alles in Ordnung. Jetzt im Dragon Dance. Ich hoffe, dass Metan kein Thunder Punch kann. Das wäre mir sehr unangenehm. Ich gehe aber davon aus, es kann kein Thunder Punch. Es geht für Agility, okay. Dann ist natürlich die Frage. Metang ist es nicht super fast. Gyarados aber auch nicht. Aber Metang ist noch ein bisschen weniger super fast. Und jetzt ist die Frage, ob ich im Waterfall immer noch outspeede. Ich outspeede immer noch. Das ist schön. Also plus 1 Waterfall. Er wird wahrscheinlich nicht killen. Metang ist jetzt nicht super fragil. Aber er sollte sehr, 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 sehr low gehen. Oder er droppt einfach. Auch eine Option. Ah, der hat auch keinen Evoliten. Nevermind. Evolit existiert noch nicht. Ich habe immer nur Evoliten-Kalks im Kopf, weil das sind so die ich ja aus Erfahrung kenne. Dich waterfallen wir auch weg, Claydol. Claydol auch ein cooles Pokémon. Ich mag es sehr gerne, aber dem fehlt so ein bisschen die Recovery. Und der Attack ist jetzt auch nicht so geil, als dass man den effektiv einsetzen könnte. Also man hat Claydol damals, als ich es kannte in Gen 6 im NU, glaube ich, primär offensiv und ein bisschen fast gespielt, weil der Ice Beam ist halt schon eine nice Sache. So wie Tice es jetzt sagen würde, der kann Rocks, Spin und Ice Beam. Und das ist eine ganz coole Kombination. Aber ja, der Brück ist dann leider nicht genug, um mit dem Typing ohne Recovery Moves zu existieren. Das ist dann immer ein bisschen schade. Deswegen ist er nicht so geil, wie er hätte sein können. Aber ich mag ihn eigentlich. Ich mag ihn eigentlich. So, wir haben Psychic Vernon besiegt. Für sowas haben wir ja Gyarados. Für sowas. Also, man könnte auch Ho-Oh für sowas benutzen. Ho-Oh ist auch bulky wie Scheiße. Aber, ne? Gyarados. Ich habe auch das gefixt, was beim letzten Mal passiert ist, dass das Spiel hin und wieder etwas stehen geblieben ist. Also es ist nicht stehen geblieben, es ist immer nur der Sound weggegangen, weil ich aus dem Spiel geklickt habe. Also, ne, so würde ich das erklären. Was aber nichts mit dem Spiel zu tun hatte, sondern mit ganz weirden Einstellungen, die ich an meinem PC hatte. Ich habe das mal wieder umgestellt. So sollte das Problem jetzt nicht mehr auftauchen. Ich weiß nicht warum, aber ich verbinde mit der irgendwie Dodri. Fragt mich nicht warum, aber ich verbinde das mit der, deswegen tue ich jetzt Tarek nach vorne. Ich verbinde das einfach irgendwie mit der. Ich bin mir nicht sicher, warum. Ich verbinde Dodri grundsätzlich mit dieser Route, weil ich glaube, in Hard Gold for Silver kommt man hier Dodu fangen und das habe ich auch häufiger immer gemacht. Aber, ne? Ich verbinde die jetzt gerade irgendwie mit Dodri. Raichu. Das ist kein Dodri. Das ist kein Dodri. Hat der Surfer oder Focus Blast oder so einen Spaß? Alles keine Sachen, die ich riskieren möchte. Ich gehe auf Tobias. Also normaler... Ja, ich wechsle gerade meinen Ground-Tap aus Raichu raus, aber ich habe halt echt gar keinen Bock auf den Focus Blast. Da ist er. Wir sind gedodged, aber ich musste das nicht riskieren. Ich gehe jetzt für eine Earth Power, gehe davon aus, für Raichu killen. Geht für Thunder Wave, Drecksack. Aber im Moment können wir uns in dem Haus hier heilen, also so tragisch ist es nicht. Aber für diesen Kampf hier wird es halt ein bisschen nerven, ne? Und grundsätzlich, so tragisch wäre es eh nicht für nach dem Kampf, weil wir... Sorry, wir haben noch über 400 von den Überheilern. Das Raichu steht einfach noch. Was ist denn mit dem Vieh? Okay, wir heilen uns gleich. Ich gehe für Giga Drain. Okay, was kommt hier rein? Charizard. Okay, da wird der Giga Drain auch nicht viel machen. Aber hey, besser als eine Earth Power, ne? Besser als eine Earth Power. Okay, hier müssen wir raus. Hier müssen wir raus. Optionen, die wir haben. Gyarados. Ja, das sind die Optionen, die wir haben. Klar, man könnte auch auf Kuddel gehen, aber mein Kuddel kann nicht touchen. Und der könnte eventuell Earthquake haben oder irgendwie. Grundsätzlich, dass er mich so speziell angreift, nervt schon genug. Also ich gehe einfach in Gyarados. Den Airslash taken wir. Ah, wir werden ihn nicht gut taken, aber wir werden ihn taken. Wir werden ihn gut taken. Holy shit, taken wir den gut. Okay. Dragon Dance. Ich hätte auch direkt Waterfallen können. Warum bin ich schneller als das Ding? Der ist Base 100 und ich bin Base 80. Ich bin ein verdammtes Gyarados. Aber okay. Alles klar, Saad. Ich bin Base 81. So ist es nämlich. Ich bin nicht Base 80, ich bin Base 81. Das war ein Crit. Aua. Okay, Gyarados. Waterfall den weg und danach müssen wir ganz schnell weg. Aber wenn das Raichu reinkommt, sind wir schneller. Dann bleibe ich drin und boxe ihn eben noch um. Weil das Raichu ist ein Electric-Type. Ich kann mir vorstellen, dass er denkt, Alter, das Gyarados hole ich mir jetzt. Und ich mir so, niemand. Ich hole mir lieber dich. So, Saad ist weg. Der Crit hat jetzt halt ein bisschen gezwiebelt. Level 52 für Tobias. Das ist schön. Und
Raichu, da ist es. Okay, wir haben einen Dragon Dance drin. Wir outspeeden gerade. Heißt, ich gehe einfach für einen Waterfall und boxe das Raichu weg. So, vielleicht kriegen wir auch keine Statik ab. Dann wäre schön. Wenn wir eine Statik abbekommen, dann eher nicht so schön. Wenn wir keine Statik abbekommen, dann können wir eventuell, je nachdem, was das nächste Mon ist, das auch noch mitnehmen. So, und jetzt sind wir auch aus dem nervigen Geräuschebereich raus. Outrage. Nee, Mann. Eisfang reicht mir eigentlich. Eisfang reicht mir eigentlich. Ich habe gar kein Interesse an Outrage. Give up on Outrage. Brauchen wir nicht. Drache ist eine richtig bad, richtig schlechte Coverage-Option. Richtig schlecht. Okay, Meganie, den werden wir nicht mit einer Eisfang killen. Auch auf plus 1 nicht. Der ist zu bulky. Ich gehe auf Zeiss. Da kann Zeiss auch nicht touchen. Zeiss steht da und Meganie kann mir nichts. Los geht's, Zeiss. Ich muss ja sagen, ich mag Lorblatt ja lieber als Meganie. Vielleicht bin ich damit alleine. Aber ich weiß nicht, Lorblatt gefällt mir einfach. Ist einfach ein hübsches Ding. Meganie ist auch cool, aber Lorblatt hat ein bisschen mehr, finde ich. Können wir einen Poison kriegen? Das war ein Crit. Das war so ein Crit. Ich habe noch nie einen so krassen Crit gesehen. Poison? 50% Poison-Chance. Ist halt so, ne? Passiert. Lightscreen. Okay, das wird jetzt ein bisschen nervig, weil ein Mon lebt noch und es sind beide Screens draußen. Meganie droppt jetzt. Da hätte ich ihn halt nur gepoisoned, dann hätte ich jetzt ein bisschen mit Flyen, ein bisschen rumstallen können, dann wäre der Reflektor irgendwann ausgelaufen. Aber jetzt ist beides hier und da ist Blastoise. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit einer Hypnose. Ich bin übrigens an dem Punkt, an dem ich Confused Ray gerne von Zeiss runternehmen würde. Aber ich habe noch keinen Move gefunden, der sich da gut anbieten würde. Man könnte halt Juiced einfach nehmen. Juiced wäre ganz cool, glaube ich. Aber Juiced in Kombination mit Poison Fang, damit könnte man arbeiten. So, der schläft jetzt erstmal. Das heißt, ich gehe jetzt auf Tobias. Er könnte jetzt Ice Beam haben. Könnte er. Potenziell ist eine Option. Aber ich hoffe einfach, dass er jetzt weiter schläft. Sehr schön. Und von früh nehmen wir den Ice Beam mit Tobias. Auch mit Crit, glaube ich. Weil Blastoise ist nicht so offensiv stark. So, wenn wir jetzt durchkommen, wäre cool. Klar, der hat noch einen Lightscreen draußen, aber Reflektor sollte trotzdem so knapp 40, 50 machen. Ich sag 40. Ja, ungefähr. Ich bin gut in sowas abschätzen, oder? Ich bin ganz gut in sowas abschätzen. Noch ein Giga Drain Asa aufgewacht. Jane Dance. Hast du Jane Dish? Bist du ein Jane Dish Blastoise? Wie coverst du jetzt? Zeig her. Es wäre cool, wenn du Jane Dish bist. Es würde mich ein bisschen nerven, aber es wäre eine coole Sache. Und? Das ist nicht Jane Dish. Schade. Schade. Ich dachte, Alter, Jane Dish, Jane Dance, Blizzard. Also wir nehmen den trotzdem, aber... Mit einem Crit könnte er wehtun. Nee, selbst mit einem Crit hätte er nicht richtig wehgetan. Alles klar. Blastoise, was kannst du eigentlich? Weg mit dir. Weg mit dir, Blastoise. Also ein Crit mit einer sehr guten Roll hätte vielleicht gekillt. Aber Blizzard Crit mit sehr guter Roll klingt sehr unwahrscheinlich. Wir hatten da auf Twitter mal drüber geredet. Auf Twitter haben wir mal drüber geredet. Also Kusha hat gefragt, weil Kusha stellt manchmal komische Fragen. Ab wann jemand etwas als Hex bezeichnen würde. Ob man zum Beispiel einen... es als Hex bezeichnen würde, wenn der Gegner ständig seine Focus Blasts gegen einen hittet. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, Focus Blast hat 70% Trefferchance. Die Wahrscheinlichkeit, zwei Focus Blasts hintereinander zu treffen, ist 49%. Ich würde sagen, wenn jemand 3 bis 4 Focus Blasts hintereinander trifft, dann darf ich da genauso pissed drüber sein, wie wenn jemand einen Scaldburn kriegt. Also, bei 4 ist sogar noch unwahrscheinlich ein Scaldburn. 3 sollte, ja, ein bisschen drüber sein noch, aber 4 ist unwahrscheinlich als ein Scaldburn. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich spiele jetzt gegen jemanden, ne? Und er macht mir mit Focus Blast so 60%. Ich bin dann die Person, ich spam Recover, weil ich weiß, der misst irgendwann seinen Focus Blast. Und wenn er dann halt irgendwie seine 5 Focus Blasts ineinander trifft und jedes Mal die 10% Schaden dadurch macht und ich dadurch auf 50% gehe und dann irgendwie der 6. Focus Blast killt mich, to be honest, dann würde ich sagen, das war Hex. Das ist so unwahrscheinlich, dass das passiert, da würde ich sagen, das ist Hex. Genauso wie halt, wenn ich durch einen Flamethrower geburnt werde und dadurch irgendwie einen Mon verliere oder einen Thunderbolt-Para. Das ist... So eine Anzahl Focus Blast zu töten ist genauso Hex. Ist dieselbe Wahrscheinlichkeit wie, wo bin ich hier eigentlich? Ah ja, bei denen. Nevermind. Ja, da sind die, diese Leute, die nach Wochentagen benannt sind. Ich werde auf Discord angeschrieben. Was geht denn da ab? Ist es Tarek? Nee, ist es nicht. Ist es Thais. Später. So, gut. Also, wie gesagt, ich finde halt, auch wenn es halt... Nee, auch, nicht auch. Ich sehe da gar keinen Unterschied. Das ist beides genauso unwahrscheinlich und das ist, was Hex ausmacht. In Pokémon. Dass einer halt Glück hatte. Genauso würde ich es halt auch als Hex bezeichnen, wenn irgendwie
jemand mit, hier, wie heißt der Move? Hier, Blitzkanone ständig trifft. Also, dass das mal trifft, ist klar, ne? Also, es kann auch sein, dass direkt der Erste trifft. Da würde ich mich dann auch nicht beschweren, das ist dann halt ungünstig gelaufen. Das kommt vor, ne? Kommt vor. 50% Chance, ne? Genauso hoch, wie wenn er misst, also 50-50. Aber wenn jetzt irgendwie jemand zwei Focus Blast, wenn jetzt schon zwei hintereinander, dann wird schon so, ist halt dann ähnliches Level wie Scaldburn, ein bisschen unwahrscheinlicher, aber beim Scaldburn sage ich dann ja auch noch, ja, ist Gold passiert. Okay, 30%, 25%, 30%, nicht so ein großer Unterschied. Okay, kommt vor, drei Blitzkanonen hintereinander, da würde ich sagen, nee. jetzt ist Schluss. Langsam wird's dumm. Also, da mache ich da keinen Unterschied. Wie sieht es bei euch aus? Ihr könnt mir ja mal eure Ansicht sagen, aber ich habe das halt auf Twitter so verstanden, dass die Leute meinen, ja, ich würde einen Unterschied machen, ob der Gegner jetzt einfach Glück hatte oder und seine Moves hittet, weil das 70% ist ja eine höhere Chance zu treffen, aber nee, sehe ich halt nicht. Also klar, ein Focus Blast treffen, okay, 70%, ne? Zwei wird dann schon ein bisschen shaky, aber okay, 50-50, I guess. Aber, ne? Alles mehr? Du hast wahrscheinlich Fake-Out-Spaß. Ich gehe mal auf meinen Mon, das gute Hits von dir take. Ich sehe das nicht. Ich sehe das einfach nicht. Ich sehe das einfach nicht. Muss eben Tarek Thais schreiben, weil der ist ein bisschen weird gerade. So, Lava Plume. Ich gehe nicht davon aus, dass ein Flamethrower wanted, deswegen gehe ich einfach für den Burn, um ein bisschen weniger Schaden zu nehmen. Der Thunder Punch, macht nicht so viel. Können wir gleich protecten, wieder full. So, einen Burn würde ich aber jetzt sehr gerne sehen. Vielleicht hat Flamethrower gekillt. Ist nicht unwahrscheinlich. Hätte sein können. Opponent hätte das sein können. So, wir gehen noch ein bisschen Protect. Ich hole hier so viel HP raus, wie ich kann. So, Thunder Punch geht ins Leere. Und jetzt hauen wir dem einfach. Huch, da habe ich an meinem Kabel von den Kopfhörern gezogen. Euch kann es egal sein, aber mich hat das gerade gestört. So. Ja, Lava Plume weg mit dem, ne? Noch ein Thunder Punch. Take man halt. Keine Para wäre cool. Sehr schön. Also wie gesagt, ich mache da keinen Unterschied zwischen den Wahrscheinlichkeiten. Schreibt mir, wie ihr es seht. Twitter scheint eine andere Meinung zu haben als ich. Aber es ist dann... Ich finde, das ist dann halt so eine... Ja, womit rechtfertigt man denn dann das, dass man dann Unterschied macht? Ich meine, es ist doch alles am Ende nur... am Ende sind es alles nur irgendwelche Zahlen. Irgendwelche Prozentchancen. Und warum soll ich einen Unterschied machen zwischen Prozentchancen von Hits und Prozentchancen von Zusatzeffekten? Der hat Earthquake und Gempardos ist ganz schön strong. Jetzt stelle ich mir die Frage, ob ich drin bleibe, weil ich weiß, dass ich einen Earthquake take oder ob ich... Weil ich meine, er könnte halt genauso gut einfach für einen Rock-Move gehen. Und das würde Garcia nicht gerne sehen, wenn er reinkommt. Ich kann auf Tarek geben, den Earthquake, den Hit nehme ich ja. Okay, den machen wir so. Komm. Nun Earthquake. Ist non-stab. Macht vielleicht 40. 40 bis 50. Für einen Kill wird es nicht reichen. Auch nicht mit dem Crit. Ja, sag ich ja. Macht vielleicht 40. So, Earthquake zurück und dann ist das Rapardos weg. Das ist stab und sehr effektiv und deine Death ist weniger als die von mir. Und Mamoswine ist schon... Mamoswine ist nicht fragil, aber es ist auch nicht bulky. Es ist so okay, ne? So okay ist es. Wobei man kann in bestimmt bulky investieren, ne? Aber man hat auch die richtige Fähigkeit dafür. Aber Eis ist halt ein richtig beschissenes defensives Typing, also lass es lieber. Lass es lieber einfach. Das ist eine ganz doofe Idee. Wir gehen auf Zeiss, um den Giga Drain zu nehmen und dann mit einem Flug-Move dieses Gewaldro zu one-hitten. Swords Dance, oh boy! Hätte ich mal einfach Eisfang gedrückt. Aber ich gehe davon aus, Fly wird one-hitten und ich hoffe, wir sind schneller. Ja. War eigentlich abzusehen. Wir sollten schneller sein. Bitte triff dein Fly. Noch ein Swords Dance. Alter. Zeptile. Mach bitte nicht diesen. Ich finde das gerade ganz gruselig, was du da tust. Bitte drop einmal zu diesem Fly. Komm jetzt nicht mit einem Giga Impact und töte meinen Zeiss. Okay, Sceptile weg. Super gemacht, Zeiss. Super gemacht. Wisst ihr noch, als Zeiss so dieses nutzlose Golbat war, das einfach nur in meiner Gegend rumgesessen hat und nichts getan hat? Es ist es nicht mehr. Jetzt ist Zeiss gut. Ampharos. Will ich Tarek da jetzt reinbringen? Schon. Ich gehe davon aus, der geht für einen Electric Move. Ich bringe Tarek rein, One-Hit mit Earthquake. Der geht für einen Electric Move und bin immun dagegen. Los geht's, Tarek.
Ja, ich hatte halt X-Bad draußen und da hatte ich gar keinen Grund zu erwarten, dass er irgendwas anderes drückt als den Electric Move. Und Earthquake wird das einfach aus One-Hitten. Und Air Balloon gibt es, glaube ich, noch nicht. Air Balloon sollte ein Gen 5 Item sein. Und eine Sugar Berry auf einem random NPC sehe ich nicht. Sehe ich einfach nicht. So, einfach aus Eck. Der nimmt keinen Earthquake. Sehr schön, Tarek. Großer Fan. Tarek hat sich jetzt Yakuza Zero besorgt. Coole Sache. Würde ich jedem empfehlen. Und Porygon Z. Hallo, Peasy. Der ist jetzt böse. Der ist jetzt sehr böse. Der könnte halt alles haben. Ich gehe erstmal auf Grumlins. Ich glaube, der nimmt den Hits jetzt noch am besten. Weil wenn er jetzt irgendwie so ein Hyperbeam rausballert mit Adaptability, oh boy. Oh boy. Tri-Attack, die tut halt genug weh. Wie viel machen die? Macht sie die Hälfte? Komm schon, Grumlins, du hast eine Menge Spidef. Okay. Ach, der Burn. Aber wenn wir den Two-Hitten, mit Surf, dann ist der Burn okay. Wir brauchen jetzt aber den Two-Hit mit Surf. Komm schon, Grumlins. Und er darf keinen Thunderbolt haben. Er hat Thunderbolt. Fuck, das nehmen wir nicht. Wobei, Tri-Attack mit Adaptability und Thunderbolt sollten ähnlich stark sein. Wenn Adaptability war... Okay. Leben wir mit Leftovers noch einen Burn? Das ist hier die Frage. Wird knapp. Huh! Okay, und der Surf killt jetzt. Holy shit, Tentoxa. Also, wenn das mal nicht knapp war. Der Burn hätte echt nicht sein müssen. Das war lucky. Holy shit, war das lucky. Ja, gib mir deine Telefonnummer. Ich drehe jetzt um und teile meine Pokémon. Du kannst mich mal. Geh doch weg, du Arschloch. Holy shit. Mach doch nicht sowas mit meinem armen Tentoxa. Ruf mich doch jetzt nicht auch noch an. Mein Tentoxa hat gerade eine Nahtoderfahrung gehabt. Ja, wenn ich mal bei einem Pokémon oder Department Store vorbeikomme, dann, ne? Ist aber gerade unwahrscheinlich, denn ich bin gerade am Arsch der Welt. Hier ist niemand. Außer diese ganzen Leute, die hier sind. Die sind hier. Aber sonst ist hier niemand. Und diese Frau wohnt hier offenbar. Aber sonst ist hier niemand. Außer die Wochentagsmenschen. Die wohnen hier auch. Aber ansonsten ist hier wirklich niemand. Wo kauft die Frau ein? Huh. Liefert hier jemand? Kann die hier bei Amazon bestellen? Das kommt dann so an, oder? Ich weiß es nicht. Es ist mir ein Rätsel. Ich setze noch keinen Max Repeller an. Ich denke da später nochmal dran. So, welches Level hat Tarek? Tarek hat noch das richtige Level. Das ist okay. Dann darf Tarek sich jetzt anlegen mit diesem Trainer da. Aber erstmal gucken wir, ob hier ein Item ist. Weil das sieht ein bisschen so aus, als wäre hier ein Item. Ich würde den Item verstecken. Item. Ha! Tiny Mushroom. Okay, vielleicht hätte ich was Besseres hier versteckt. Aber ich habe das Item gefunden. Kämpfe gegen mich. Ich habe einen Mammutel. Es ist ein Mammut und es ist toll. Bitte bekämpfe meinen Mammutel. Denn mein Mammutel bekämpft dich. Jake mit Ludicolo. Ja, das ist jetzt doof. Das ist mir jetzt eine unangenehme Situation. Glücklicherweise haben wir Grumlins mit Poison Jab. Der kommt ziemlich safe auf dich rein. Lieber auf den Water Move als auf den Grass Move, aber ziemlich safe. Und Surf. Optimal. Wir haben Leftovers und wir haben Poison Jab. Und ich brauchte noch keine Angst. Das war ein Crit. Ich brauchte noch keine Angst vor Scald haben, denn Scald existiert noch nicht. Und hier so ein Crit, ne? So ein Crit. Den würde ich auch als Hex bezeichnen. Kommt auf den Move an. So ein Night Slash Crit weniger als so ein Surf Crit. Und es kommt dann auch natürlich drauf an, in welcher Gen, weil Crit Chancen in unterschiedlichen Gens unterschiedlich hoch sind. Thunder Punch! Das ist physisch. Grumlins, bitte. Puh! Critical Hit! Was ist denn mit dem Ludicolo? Holy shit! Hör doch auf! So, noch ein Poison Jab. Weg mit dem Drecksvieh. Was ist denn mit dem? Zwei Crits ineinander. Seht ihr das? Das ist Hex. Aber es ist auch Hex, wenn du vier Focus Blast ineinander triffst. Fünf eher. Fünf noch eher. Aber vier gehen schon langsam. Da würde ich schon sagen, ey. Muss jetzt nicht. Luxray. So. Bitte geh für einen Electric Move. Tu mir den Gefallen. Ich möchte mich Tarek reinbringen, nicht aufquaken. Ich hätte auch gerne Luxray. Der hat doch nicht Intimidate. Was für eine andere Fähigkeit hat denn der noch? Illuminate? Hat er Illuminate? Ich glaube, der kann Illuminate haben. Die wäre ziemlich bad. Der kann Guts sein. Guts ist eine Option.
Ich weiß nicht, ob Guts und... Waren Guts und Intimidate die Standardfähigkeiten oder war Guts irgendwie Hidden Ability? Also Intimidate war eine normale Fähigkeit, das weiß ich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwie eine... Dass die andere Fähigkeit neben Intimidate, die standardmäßig hat, richtig bad ist. Und Guts sollte dann die Hidden sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir absolut nicht sicher. Es kann auch sein, dass Guts eine normale Fähigkeit ist. Aber wenn wir so Luxray jetzt weg und damit ist unser... Diese ewige Frage jetzt gegessen. Grumlins Level 52. Ich kann Grumlins halt diesen Kampf nicht mehr reinbringen, weil... Irgendwer dachte, Alter, lass das Ding mal wegkrippen. Blaziken. Ja, da wäre jetzt Grumlins ganz cool, ne? Da wäre Grumlins jetzt ganz cool. Aber wir können auch mit Garcia arbeiten. Wir können auch mit Garcia arbeiten. Theoretisch hätte Mambuswine schneller sein können als Blaziken, aber ich will es nicht riskieren. Ich will es nicht riskieren. Für Thunder Punch geht er auf den Switch ohnehin nicht. Und Garcia ist sowieso schneller. Ein Jump Kick. Okay. Garcia ist sowieso schneller und wird ihn mit Waterfall one-hitten. Also, ich dachte, das ist einfach der safeste Play an dem Punkt. Das ist einfach der safeste Play an dem Punkt. Da kann er wenig gegen machen mit seinem Blaziken. Ich überlege gerade, welcher Gen 3 Starter ich am wenigsten mag. Weil Mega Sceptile ist super geil. Normales Sceptile ist okay. Aber Mega Sceptile ist super geil. Blaziken ist cool. Swampert ist cool. Ich könnte es echt nicht sagen. Ist es Blaziken? Mag ich Blaziken am wenigsten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, gib mir ein bisschen Milch hier. Grumlins geht's gerade schlecht. Da sind ganz schreckliche Dinge passiert gerade. Grumlins spielt mit seinem Leben. So, und dann gleich noch ein Heal auf Garcia. Ja, ich hätte zurückgehen können, aber ich habe so viel Milch und was soll ich mit der machen? So, Garcia heilen. Und weiter geht's. Die Liga wird eine Katastrophe, vor allem, weil ich danach weiterspielen will. Aber ich habe genug Zeug auf der Box, um theoretisch danach ein Team zusammenzubauen, falls fast alles stirbt. Also, ne? Sollte klar gehen. I lost to a jet-headed trainer. Ja, den kenne ich. Den kenne ich. Der ist am Ende der Siegesstraße nochmal. Da müssen wir nochmal gegen ihn kämpfen gehen. Jet-headed trainer. Ich weiß nicht, ob ich das diesen Part schon machen möchte. Wahrscheinlich, weil sonst habe ich nur noch die Pokémon-Liga. Also danach hätte ich nur noch die Pokémon-Liga und das wäre auch ein eigener Part. Also mal gucken. So, Tauros hat uns intimidated. Gefällt mir schon mal eher weniger. Ich habe aber ein Pokémon, welches Kurtel heißt und was ich ziemlich gut mit Tauros anlegen kann. Das werde ich jetzt hier reinbringen. In der Siegestraße selber sind aber keine Trainer. Das heißt, da ist es nicht, das wird nicht so tragisch. Da fangen wir nur Pokémon und sind dann glücklich. So, Double Edge. Die Stab und stark. Aber Squillachi, Top-Tier-Pokémon. Einfach ein Top-Tier-Pokémon. Ich gehe jetzt nochmal für ein Protect. So viele Leftovers raus, wie man kann. Solange mein Gegner halt diesen Free-Turn nicht für Setup nutzen kann. Was er... Oh, fuck, der hat Earthquake. Was er halt gegen Kurtel nicht tun kann. Oder halt, was er halt grundsätzlich nicht tun kann, weil er ein NPC ist. Dann gehen wir doch lieber auf Garcia, oder? Bevor wir hier einen Earthquake treffen müssen. Gehen wir lieber auf Garcia. Ja, habe ich gar keinen Nachteil dadurch, dass ich Leftovers recover. So, in einem richtigen Game gegen einen noch richtigen Spieler wäre das anderes. Wäre den Turn eventuell genutzt, um was einzuwechseln. Da hätte ich dann überlegt, ey, vielleicht greife ich einfach an, weil ich nehme ja einen Hit. Aber, da kommt eine Double Edge. Aua, aua, aua. Aber jetzt gegen so einen NPC, der wechselt nicht aus. Das juckt mich nicht, da gehe ich für einen Protect. Wobei die manchmal natürlich wechseln. Ne? Manchmal machen die das. Aber ich finde das sehr schwer vorauszusehen, wann so ein NPC auswechselt. Die machen das, glaube ich, einfach random irgendwann, wenn sie Bock drauf haben. So, Tauros ist weg. Crit potenziell gemattert. Nicht unbedingt. Man weiß es nicht. Tarek Level 52. Coole Sache für Tarek auf jeden Fall. Kurtel kriegt auch XP, aber levelt nicht. Und hier kommt das letzte Pokémon. Ein Medicham. Hat es Thunder Punch? Das ist hier eine wichtige Frage, die geklärt werden muss. Hat es Thunder Punch? Könnte auf Kurtel switchen, um dafür zu scouten. Und wenn ich Garcia wieder reinbringe, kriege ich ein Intimidate. Also, ich gehe auf Kurtel, scoute dafür, kann protecten und so einen Spaß. Gucken wir mal, was das Medicham drauf hat. Es hat Thunder Punch. Und deswegen bin ich nicht drin geblieben. Keine Para, sehr schön. Wir gehen für den Protect, hoffen, dass er High Jump kickt und ins Nichts springt. Das wäre optimal. Ich weiß nicht, ob der auf dem Level noch Meditate kann. Und wenn er plus 1 geht, so tragisch ist es nicht, weil High Jump Kick in der Gen noch nicht so stark ist. Psycho Cut. Okay. High Jump Kick ist erst ab Gen 5 stark. Hier ist es, glaube ich, noch so meh. So, Lava Plume. Aber man nimmt auch noch nicht Hälfte Schaden, wenn man den daneben setzt. Oh, Alter, Crit hat gekillt, ne? Wollte ich nur mal anmerken. Lava Plume. So, Burn bitte. Burn einfach. Brenne, Medicham. Brenne. Schade, haben wir nicht gekriegt. Schade, Schokolade. Ich gehe jetzt schon Protect, einfach um halt, ne, auch nur mal sicher zu gehen. Bitte High Jump Kick einfach, Medicham. High Jump Kick einfach. Dankeschön. Nimmt halt noch nicht 50%, sondern irgendwie nur ein Zehntel oder so. Ja. Also nicht allzu viel. Aber, ne, besser das als gar nichts. So, und ein High Jump Kick nehmen wir noch und deswegen gehe ich nochmal für eine Lava Plume, um das Medicham zu killen. Puh!
Ich hatte kurz Angst, dass wir gekrittet wurden, aber wir haben ihn noch genommen. Lavaplum kommt, Medicham weg. Kurtel hat seinen Job gemacht. Super gemacht, Kurtel. Und dann sind wir gleich bereit, die Siegelstraße zu betreten und ein Pokémon zu fangen. Ich schaue nur eben nach, wie es mit der Siegelstraße aussieht. Ob es irgendwie Sinn macht, Sinn ergibt, sich da ein irgendwie auf eine bestimmte Ebene zu gehen, um ein Pokémon zu fangen. So, Pokémon Locations. Gucken wir doch mal. Ja, ich nehme deine Telefonnummer. Und du kannst noch meine haben. So, nee, nicht Diglett's Cave, da wollen wir gar nicht hin. Wir suchen Victory Road. So, okay. Unterschiedlichen Höhen gibt es unterschiedliche Pokémon. Erster Stock hat 10% Chance auf Bronzong. Gibt es irgendwo eine höhere Chance auf Bronzong? Nö. Ich glaube, wir gehen einfach in den. Ja, wir gehen einfach in den ersten Stock. Also einfach durch die Tür rein und holen uns da was und haben wir 10% Chance auf Bronzong. Und der Rest, den wir da kriegen, kann, ist auch nicht so bad. Schlimmste, was wir da kriegen könnten, wäre, glaube ich, Osarin. Oder Marowak. Zusammen eine 20% Chance. Also 20% Chance, dass wir das Schlechtes bekommen und der Rest ist immer gut. Wenn wir Steelix kriegen, to be honest, wir hatten zwar schon einen Onix, aber ich würde sagen, ich nehme das Steelix. Ich würde sagen, ich würde einen Steelix nehmen. Steel-Type halt. Kann man nie zu viele von haben. Ich würde das Steelix nehmen. Wenn es sich mir anbietet. Und so ein Rhydon fände ich auch nicht schlecht, ne? Wer hat einen Normal Resist? Sowas haben wir nicht. Und Bulky wäre es auch noch. Und so ein Rhyperior wäre auch sick. Wir haben doch, glaube ich, sogar Schützer, oder? Wir können dann ja ein Rhyperior draus machen aus dem Rhydon. Haben wir Schützer? Ich glaube, wir haben sowas, oder? Magmarizer, Electrolyzer. Haben wir Schützer? Offenbar haben wir keine Schützer. Okay, da haben wir keine Schützer. Dann haben wir erstmal so ein Rhydon. Aber Rhydon ist auch cool. Und hier ist ein Item. Das nehmen wir auch mit. Sei bitte Schützer. Max Elixir. Ist kein Schützer. Schade. Ist in dem Stein da was? Nö. So, aber dann bin ich jetzt sowas von bereit, in diese Höhle zu gehen und Pokémon zu fangen. Ich bin so bereit, dass ich erstmal Tobias nach vorne tun, weil Tobias das optimale Pokémon zum Pokémon fangen ist. Mit Sleep Powder. Also los geht's, Tobias. Wir fangen uns ein neues Teammitglied. So, du willst meine Orden prüfen? Prüf meine Orden. Ich habe alle Orden. Ist leider nicht so cool wie in Kanto damals, wo du halt durch diese Tore durchgehen musstest. Das war schon sicker, aber ist auch okay. So tragisch ist es nicht. Ein bisschen schade. So, Victory Road. Gib mir einen Encounter in Victory Road. Ich habe einen Mon mit Stärke, oder? Ja, okay. Huh! Tarik hat Stärke. Stimmt. Let's go, Tarik. Schieb den Stein. Super gemacht, Tarik. Und unser Encounter für Victory Road ist ein... Hatten wir schon. Der zählt nicht. Erstes Mal weggeschickt. Weg mit dem. Erstes Mal weggeschickt. Kein Bock auf den. Renn weg, Tobias. Renn weg. Ian, was geht bei dir? Du hast was gelernt. Okay. Du möchtest nochmal kämpfen? Okay, oder auch nicht. Du glaubst nicht, dass du dich mit mir anlegen kannst. Hast du aber recht. Du kannst dich wohl nicht mit mir anlegen. Ist hier ein Item? Ich hätte hier ein Item versteckt. Aber hier ist kein Item. Okay. Dann nicht. Da hinten ist ein Item. Das ist da nicht versteckt. Das liegt direkt auf dem Weg. Schützer. Potion. Eine Potion? Was soll ich denn mit einer Potion? Was soll denn der Mist? Was soll denn der Mist? Noch ein Graveler. Nee. Weg mit dem Graveler. Ich habe schon eins. Liegt auf der Box und es ist arbeitslos. Genau wie du. Tschüss. Zweites Mal weggebrannt. Einmal wegrennen können wir noch. Einmal wegrennen können wir noch. Bitte nicht noch einen Graveler. Ich hätte jetzt gerne was anderes. Irgendwas, was ich fangen darf. Noch ein Graveler. Es kann doch nicht wahr sein. Okay, einmal wegrennen noch. Und wenn wir dann nochmal einen Graveler haben, dann habe ich ein Problem. Dann haben wir zwei Graveler. Es gibt hier so viel geiles Zeug, ne? Irgendwie Honig oder so, den wir einsetzen können. Wir hoffen, dass wir keinen Graveler kriegen. Ja, aber nicht. Ich kann auch nichts dagegen machen, noch einfach einen Graveler zu kriegen. Ne? Wie hoch ist die Chance auf Graveler? Gibt es irgendwo eine höhere Chance, keinen Graveler zu kriegen? Ich guck nochmal aufs Dokument. So, da haben wir die Victory Road. Ja. Gibt eine bessere Chance. Aber da habe ich halt keine Chancen auf Bronzong.
Wir könnten ins dritte Untergeschoss gehen. Da gibt's auch sehr viel Mist. Ich glaube, ich will es halt einfach echt nochmal hier probieren. Und hoffen, dass es kein Graveler wird. Bin falsch abgebogen. Ich hätte links runter gemusst. Bitte kein Graveler, bitte kein Graveler, bitte kein Graveler, bitte kein Graveler, bitte kein Graveler. Ein Osa-Ring. Ich meine, es ist kein Graveler, aber wirklich gut ist es auch nicht. Aber immerhin kein Graveler. Ihr hättet so viel geiles Zeug gegeben, ne? Warum musste das jetzt sein? Okay, Quickball, bleib einmal drin, Osa-Ring. Ich guck schon mal nach Namen für dich. Bleib einmal drin, Osa-Ring. Ist ein Quickball. So normal haben wir nicht, aber ich habe hier noch ein paar Namen. Ich habe hier noch ein paar Namen, okay. Fangen wir mit ganz links an. Ein Teammitglied, das wir bei Blaze Black sehr lange dabei hatten. Nee, so lange gar nicht. Also wir hatten ein gutes Stück dabei. Nicht sehr lang, ein gutes Stück. Und diesmal nehmen wir... ich glaube, ich habe noch nichts Black Haze genannt, oder? Wenn doch, werde ich das Pokémon umbenennen müssen. Aber ich glaube, ich habe noch nichts Black Haze genannt. Von daher... Oder hieß mein Landturm so? Wisst ihr, ich warte mit Black Haze. Ich bin mir gerade unsicher, ob mein Landturm so hieß. Ich warte erstmal und nehme mir einen anderen Namen. Und deswegen nenne ich es jetzt Odie. Das ist ein Name, den habe ich definitiv noch nicht vergeben. Shoutouts an Odie. Du bist jetzt das Ursaring. Ich bin gerade unsicher, ob ich Black Haze schon vergeben hatte. Denk drüber nach. Ich guck's nochmal nach. Ich muss nochmal nachgucken. Da wäre ein Protector. Hätten wir jetzt einen Rhydon gehabt, ne? Da hätten wir ein cooles Pokémon gehabt. Aber ist jetzt doof gelaufen, ne? Das ist jetzt doof gelaufen. Gib mir mal meinen Schutz jetzt. Jetzt brauche ich kein Pokémon mehr finden. Ha, mit den Nomadus läuft das nicht so gut. Es läuft echt nicht so gut. So, dann brauche ich mal eben mein anderes Dokument. Und zwar das mit dem Rivalenteam. Für die Siegelstraße. So. Huch, das ist das völlig falsche Dock, auf das ich gerade gegangen bin. Da, Sacred Girl Trainer Dokumentation. Da haben wir sie doch. So, Rival Battles. Da sollte das hier sein. Bis Level 53. Lead Honchkrow. Okay, wenn Honchkrow der Lead ist, dann tue ich doch eben ein Pokémon nach vorne, was ich mit Honchkrow anlegen kann. Und das sollte Tarek sein. Hat das Honchkrow irgendwelche kranken Moves, von denen ich wissen sollte? Nasty Plot. Ja, das Honchkrow sieht schon ziemlich strong aus. Das wollen wir nicht setupen lassen. Zum Glück habe ich Tarek. Zum Glück habe ich Tarek. Haben wir ein Item? Ich glaube, wir haben hier rechts ein Item. Gucken wir mal, dass wir da hinkommen. Okay. Gucken wir mal, dass wir da hinkommen, sage ich. Item. Max Revive. Cool. Cool. Aber ich hätte da oben auch ein Item versteckt. To be honest. Ich hätte da oben auch ein Item versteckt. Wenn hier schon ein Stärkestein ist. Einfach nach hier. Oder nach da. Oder da in der Wand. Oder hier. Oder an diesem Stein. Oder da. Oder da unten. Oder auch nichts. Das ist auch eine Option. Aber die gefällt mir nicht so gut. Die gefällt mir nicht so gut. Meine Siegesstraße ist in diesem Spiel ja relativ kurz. Da brauche ich gar nicht versuchen durchzukommen. Das geht nicht. Hier ist nix. Da an dem Stein ist wahrscheinlich was. Zack. Max Revive. Alles Zeug zum Verkaufen. Kann ich nichts mit anfangen. Kann ich absolut nichts mit anfangen. Weiter nach rechts. Oh, das war's mit dem Repel. Ich möchte den Rivalenkampf mit diesem Part noch machen, damit ich mich auf die Liga vorbereiten kann zum nächsten Part. Das wäre ganz cool. Das wäre tatsächlich ganz cool. Haben wir hier nichts? Haben wir hier nichts? Haben wir hier gar nichts? Haben wir hier? Also hoch die Treppe. Das sind gleich Steine, die man runterschieben kann, oder? Nee, ich kann hier nur runterspringen. Dann springe ich halt. Rums. Da ist Rums. Ja, war ein bisschen früh mit dem Rums. So, wir schieben den Stein erstmal nach rechts. Aber nicht zu weit. Wir wollen da nämlich noch hin, um das Item abzuholen. Los geht's, Tarek. Schieb. Ja, Tarek, pump dich ruhig auf. So, und dann einmal hier außen rum. Und das Item mitnehmen. Was, eine TM ist? Nee, ein Full Restore. Ja, ne, besser als nix. Besser als nix. Liegt da ein Item? Ich hatte ein Item versteckt. Da ist aber nichts. Okay. Ich glaube, ich bin besserer Game Designer als die. So, hier wollen wir nicht runter. Wir wissen ja, wo das hinführt. Hier war hier irgendwo ein Item.
Da könnten wir überall runterspringen. Schwester Joy. Da wird man geheilt. Nett. Vom Rivalenkampf wahrscheinlich. Einmal heilen. Auch hier ist nur ein Item. Okay. Nee, ich möchte keine Steine smashen. Ich möchte einfach das Item mitnehmen. Ein Ultra Ball. Cool. Ja, und da vom Ausgang direkt wird man von Silver angesprochen. Und dann gibt's aufs Mull. Max Repel. Ich weiß halt gerade leider nicht, welcher Weg der richtige ist. Deswegen rate ich jetzt einfach mal. Und nehme erstmal den hier. Das war offenbar der falsche. Nee, der andere wäre besser gewesen, weil er hätte mir ein Item bekommen. Nein! Heil mich, wenn du schon hier bist. Let me refresh your fighting spirit. Dankeschön. Ich hoffe, das war nichts Wichtiges da gerade. Ich muss dann wohl irgendwann nochmal zurückkommen. Hier irgendwas? Definitiv ist hier was. Was bist du denn? Na? Jack Candy. Alles, was ich fürs Training brauche. Ganz viel Zucker. So, hier unten ist auch noch irgendwas. Sehe ich doch. Und da oben muss ich eh nochmal hin, also... Hä? Ah, da. TM Earthquake. Woo! Cooles Ding. Sehr cooles Ding. Man muss mein Hat schon Earthquake, aber grundsätzlich cooles Ding. Wenn ich mal beim Earthquake beibringen möchte, was ich sehr wahrscheinlich möchte. Ich würde mich nicht beschweren. Ah, und dann sind wir schon wieder oben. So, ich glaube, wir haben keinen Zertrümmerer dabei, ne? Nee. Okay, dann gerade nicht. Okay, Silver, komm ran. Komm ran, Silver. Box mich. Are you going to challenge the Pokémon League? Das ist mein Plan. Okay, du hast alle Trainer umgeboxt. Das ist nett von dir, Silver. Aber wo warst du? Wenn du vor mir warst, wie bist du dann wieder hinter mich gekommen? Wo habe ich dich überholt, Silver? Wie ist das passiert? Okay. Das wird jetzt gruselig. Vor allem, weil du halt wieder mit Gengar und Sam rumrennst. Honchkrow. Okay. Ich muss halt irgendwo die Gelegenheit kriegen, Garados zu setupen. Eisfang. Weg mit dem Honchkrow. Wir haben Eisfang gemisst. Das ist doof. Nasty Plot. Also eine Eisfang wird One-Hitten. Von daher, wenn ich die jetzt treffe, wäre sehr schön. Dankeschön. Okay, der sollte das nicht leben. Er sollte das nicht leben. Ich hätte jetzt keinen Bock, einen +2 Move von Honchkrow zu fressen. Okay, huh. Ein Hoch auf den, auf unser Nevermelt-Eis. Ein Hoch auf das Nevermelt-Eis. Honchkrow weg. Sehr schön. McMortar. Ich habe gar keinen Bock, was auf McMortar einzuwechseln. Der hat Thunderbolt potenziell. Und wir sind, wenn ich gerade nicht komplett lost bin, sind wir ohnehin... nee, ich wollte auf Summary. Genau, wir sind... Nee, wir sind Snowcloak. Wir sind nicht... Okay. Wie viel Base Speed hat McMortar? Ich kann auch auf Grumlins gehen. Grumlins ist fein. Auf den Feuer-Move. Ich geh auf Grumlins. Let's go, Grumlins. Let's go, Grumlins. Fireblast. Okay. Du hast halt wahrscheinlich Thunderbolt. Das nervt mich ein bisschen. Deswegen kann ich hier nicht einfach auf meinen... Ich kann nachgucken, was du hast. Ich brauch gar nicht so... Ich kann einfach nachgucken. Hast du mit Mortar? Der hat Thunderbolt. Ja, okay. Deswegen kann ich halt nicht in meinen Gyarados gehen und das hier als Setup-Gelegenheit nutzen. Wir nehmen einfach den Surf. Two-Hitten sollte das. Und Thunderbolt nehmen wir auch. Aber stört mich jetzt halt gerade ein bisschen. Thunderbolt. Einfach nicht Paran. Einfach nicht Paran und ich bin glücklich mit meinem Tintoxa. Die Frage ist, wie kommen wir klar gegen Gengar und Sam? Können wir auf Gator setupen? Theoretisch. Gengar Thunderbolt, Sam nicht. Das Sam ist so nervig, ne? Surf, weg mit dem McMortar. Das Sam ist so schlimm. Das Gengar aber auch, weil Thunderbolt kann. Aber auf dem Sam können wir halt einen Dragon Dance aufsetzen. Wir müssen halt nur irgendwie sinnvoll reinkommen. Und nur ist, hä? Nur. Wir müssen irgendwie sinnvoll reinkommen. So, jetzt kommt wahrscheinlich Sam, um mich zu verstören. Da kommt Sam. Okay. Gyarados auf eine Psychic reinwechseln klingt für mich nach einem Selbstmordkommando. Haben wir eine andere Option. Als einfach Gyarados auf eine Psychic reinzubringen und los zu setupen. Wie viel Speedef hat Gyarados? 114. Ich meine, wir haben von einem anderen auch schon knapp unter 50% genommen mit Gyarados. Von einem anderen Sam.
Aber wenn er halt einen Spedef-Drop bekommt, ist unschön. Auf dich können wir auch nicht gehen, ne? Niemals, du hast viel zu wenig Spedef. Hätte ich meinen Scarf auf Tarik getan, jetzt zu Earthquaken. Okay, Garcia, los geht's. Bitte kein Spedef-Drop mit Psychic. Kein Spedef-Drop. Und kein Two-Hit. Es ist ein Two-Hit. Ah, es ist eine Roll. Geht's für einen Dragon Dance? Gyarados, please. Yes! Yes! Okay, Garcia. Jetzt, let's go, Garcia. Crunch das Sam weg. Crunch ist einfach weg. In die nächste Dimension mit dem Drecksvieh. Gyarados ist einfach unser Alakazam-Counter. Und jetzt bring mir einfach Instant Gengar. Bring mir Instant Gengar. Versuch gar nicht erst mit Gator reinzukommen. Gib mir Instant Gator, Gengar. Instant Gengar, bitte. Electivire. Fuck, hätte ich mal Earthquake auf Garcia. Glaubt ich one-hitte den mit Waterfall auf plus 1? Glaubt ich one-hitte den mit Waterfall? Geh dafür. Ich gehe für den Waterfall-Kill. Auf plus 1 Attack. Electivire ist nicht so bulky. Yes! Crit! Okay, hat vielleicht gemattert. Aber yes! Und jetzt gib mir Gengar. Gib mir einfach Gengar. Gengar! Gyarados! Crunch den weg. In die nächste Dimension mit dem. Einfach wegcrunchen. Okay, fehlt nur noch das verdammte Gator. Das, kein Setup kann. Cool. Coole Sache. Es hat kein Setup. Ich hätte fest irgendwie mit Dragon Dance oder so gerechnet, aber er hat kein Setup. Okay. Geh auf Tobias. Ich würde sagen, wir gehen auf Tobias. Der kann zwar Eisfang, aber es ist halt nur eine Eisfang. Rein mit Tobias. Und hoffentlich geht das eh für einen Crunch oder so. Geht für einen Waterfall, das ist ja noch besser. So, und jetzt status dich einfach selber. Gib dir eine Para oder ein Sleep. Poison ist nicht so geil, aber könnte ich auch mitleben. Hat sich nicht gestatist, okay. Aber wir gehen jetzt für Giga Drain. Ice Fang nehmen wir. Sogar gedodged, holy shit. Einfach die Psychic Rolls mit Gyarados getaken, Dragon Dance rausgeholt, alles weggeböllert. Huh! Hätte ich einfach mal Earthquake auf meinen Gyarados getan, dann wäre das noch viel safer gewesen. Aber ich will die Eisfänger halt noch behalten für die Liga, wegen den Drachen am Ende. Ja, einfach nochmal Giga Drain. Eisfang, nehmen wir halt. Nehmen wir halt. Ist nicht so tragisch. Ist nur eine Eisfang. Die ist nicht so stark. Non-Step. Ja, getaked. Und weg ist das Gator. Gyarados ist einfach das geilste Nuzlocke-Pokémon aller Zeiten. S-Rang auf jeder Tierliste. Immer. Gyarados ist super. Nichts gegen Gyarados. Nie. Wenn ihr irgendwo ein Carpo oder eine Nuzlocke kriegen könnt, holt es euch. Gyarados rettet euch den Arsch. Grundsätzlich immer. Fucking Dragon Dance per Level Up. Was wollt ihr mehr? Was wollt ihr mehr als Dragon Dance per Level Up? Holy shit. Das war der krasseste Kampf aller Zeiten. Ich liebe dieses Gyarados. Lyra, was geht ab? Willst du von meinem Gyarados hören? Es ist super. Na, hab kein Poliwag, das ich dahin mitnehmen könnte. Habe ich einen Poliwag? Ich glaube, ich habe keinen Poliwag. Ich glaube nicht. Ich hatte mehrfach eine Chance für Poliwag, aber ich habe keins. Indigo Plateau. Hier sind Bäume, hier könnte man ein Pokémon fangen. Wollen wir das diesen Part noch probieren? Hier ein Pokémon fangen am Indigo Plateau? Ich meine, der nächste Part wird ohnehin ein bisschen länger, wahrscheinlich durch die Liga. Oder kürzer, je nachdem. Aber wir können jetzt eben noch ein Pokémon fangen hier. Könnte sinnvoll sein, für die Liga noch ein bisschen, vielleicht einen Heracross zu kriegen. Wäre sehr schön. So, dann tun wir mal eben. Wir haben kein Headbutt dabei. Ah. Okay, dann schneide ich beim nächsten Mal noch eine Headbutt-Szene vor. Wir sehen uns dann da. Bis dahin. Ciao!